So, was war das jetzt gerade? Informationen über das Endzeitgerät besorgen war erfolgreich. Ja, ja, okay. Eigentlich will ich aber gar nichts über das Endzeitgerät wissen. Jedenfalls nicht so wirklich. Eigentlich hätte ich jetzt ganz gerne mal Ruhe. Denn wir haben in den letzten Folgen so viel Zeug erforscht. Cool. Aber ja, wir haben so viel Zeug erforscht, das würde ich gerne erstmal alles aufstellen und untersuchen und was weiß ich. Was sagt die Minimap? Die Minimap sagt, da sind rote Punkte. Die kriegen noch einen Tag. Sonst... Oh, was haben wir denn hier hinten? Schon wieder Saboteure. Also ja, das mit der Ruhe kann ich, glaube ich, erstmal abschreiben. Ihr kriegt auch noch Tags. Dann lassen wir die Pause mal kurz an, gucken auf die Weltkarte. Da ist ja auch ein bisschen was passiert. Oder auch nicht. So, da ist Bikini Girl. Du versteckst dich bitte. Genau. Diplomatischen Gesandten fangen. Hatten wir das nicht schon gemacht? Haben wir mal wieder irgendjemand in unseren Zellen am Verrotten? Nö. Da bauen wir gerade diese komische Walze. Na gut, wir könnten aber jetzt im Pausenmodus das alles machen. Das mache ich normalerweise nicht so gerne. Das Spiel auf Pause laufen, denn in der Zeit verdienen wir kein Geld und es läuft keine Musik. Aber na gut, gucken wir mal ganz kurz, was wir so alles haben. Verhörstuhl, Sturmgewehrschrank, Gewehrschrank, verstecktes Gewehrschrank. Nee, verstecktes Regal. Ich wollte schon sagen, das klingt irgendwie komisch. Nee, das versteckte Regal führt den gleichen Zweck wie normales Gewehrregal, löst aber bei Entdeckung so gut wie keine Wut aus. Das klingt gut. Das heißt, wir könnten theoretisch hier ein, zwei davon hinstellen. Hier wären sonst die nächsten. Das ist ein bisschen weit weg. Also gut, probieren wir mal hier eins davon aufzustellen. Oh, die sind ja echt klein. Na gut, dann gleich zwei davon. So. Die beiden wollte ich auch nochmal bauen. Nicht unbedingt, weil wir es brauchen. Sondern, weil ich gesagt bekommen habe, bau doch am besten mal von jedem, was du hast, immer eins. Damit es erforscht werden kann. So, hier drin brauchen wir keinen Alarm. Hier drin hatten wir, glaube ich, schon Alarm. Genau da. Hier unten hatten wir auch schon. Ja, brauchen wir eigentlich nirgends. Dann halt einfach in irgendeinen Korridor. So, und auch schöner Weg. Das war das eine. Und die Zoom-Kamera. Die Zoom-Kamera kann mal dahin. So, die Türen haben wir beide schon gebaut. Okay. Wir hatten auch noch einen neuen Schrank. Fitnessraum spinnt. Wow. Aufbewahrungsregal. Das sind 5 Spinte auf 2 Slots. Das ist immer praktisch. Bräuchten wir nur irgendwo Platz für. Wir haben nirgendwo Platz. Oh, müssen wir kurz vor was abreißen. So, Escape. Du weg, du weg. Eigentlich können wir da ein bisschen mehr abreißen. Aber so viel effektiver will ich die Basis gar nicht bauen. Ich gehe davon aus, dass wir bald die neue Insel haben. Weil da stand was von 200 Berüchtigkeitspunkten und die müssten wir schon längst haben. Oder ziemlich nah dran sein. So, dich, dahin. Dich dahin. So, was brauchen wir noch? Aufenthaltsraum, irgendwas Neues? Da hatten wir doch gerade erst den Fernseher, richtig? Das haben wir alles, okay. Geldkammer? Da dürfte es eigentlich gar nichts Neues geben. Aber wer weiß? Nö. Medizinstation? Nö. Forschung? Nö. Hier vielleicht. Den Dojo haben wir gebaut. Die Schiefertafel haben wir auch gebaut. Nö, Reaktor haben wir auch gerade einen neuen. Ah doch, versteckter Stromgenerator.
Der Standardstromgenerator ist zwar für den täglichen Gebrauch zwar geeignet, okay, aber auch immer ein Wunderpunkt, da Ermittler ihn als Beweis für ihre Machenschaften gegen sie verwenden. Ein Generator? Jede Anlage braucht einen Generator. Selbst ein Ponyhof braucht einen Generator. Okay. Gegen sie verwenden und Saboteure bei jeder Gelegenheit versuchen, in die Luft zu jagen. Der versteckte Generator ist allemal die wesentlich sichere Wahl. Er ist in der Lage, genau wie sein normales Gegenstück 15 Einheiten Strom zu erzeugen, ist aber so geschickt versteckt, dass selbst der aufmerksame aller Agenten ihn nicht entdecken wird. Ist der auch genauso groß? Wahrscheinlich größer eigentlich, ne? Nö, genauso groß. Kostet aber auch mal eben doppelt so viel. Atomgeneratoren sind irgendwie cooler. Also jedenfalls in einem fiktiven Agentenspiel der 60er Jahre Stil und so. Aber wenn davon was sabotiert wird, will ich nicht wissen, was passiert. Aber ich denke, ich werde trotzdem die Dinger hier bauen in der nächsten Basis und nicht die versteckten. Allein wegen dem Platz. Na gut, ich wollte weiter... Also eigentlich müsste ich jetzt Pause machen, aber ich will die Musik hören. So, also machen wir keine Pause. Eigentlich müssten wir jetzt weiter suchen nach Gegenständen, die noch gebaut werden können. Aber ich glaube, ich habe inzwischen alles so weit durch. Also jeden Raumtyp einmal. Ah ne, hier unten, das haben wir noch nicht. Theke, Mixer, nö, nichts Neues. Hier, oh, Bücherschränke. Wow, du bist groß. Du brauchst zu viel Platz. Also hätten wir hier gerne... Archiv? Das Archiv ist der Raum, in den... Ja, das ist ein Raum, den ich gerade bauen möchte. Danke. Hier. So, Raum. Wegen dem doofen Lautsprecher da. Was zur Hölle ist das? Beweg dich mal dahin. Oh, ihr habt keinen Text. So, also der wird bewegt. Danach müsste der Raum gebaut werden können. Währenddessen können wir ein bisschen neue Forschung anschmeißen. Zahlen, Zahlen. Oh, die Selbstschutzanlage braucht zwei Sachen, um weiter zu erforschen. Okay. Ich hätte gerne ausklappbare Selbstschussanlagen. Das wäre doch mal cool. Denn hier hinter den Lasersensoren links und rechts klappen die Kanonen aus und dacka, dacka, dacka. Das wäre doch passend. Oh, stopp. Der Söldner ist gerade ausgetreten. War das Training so nervig? Spiel es aus, Mann. Ich verschwinde. Nix da. Du stirbst. Du hast ein Gewehr. Erschieß ihn. Nicht schlagen. Töten. Okay, er will fliehen. Du... Ah, Kane ist in der Nähe. Sehr schön. Du bring den mal um. Und ja, ich weiß, ich könnte ihn... Hey, Kane. Bleib hier. Und ja, ich könnte ihn eigentlich fangen und so weiter, aber nee. Wer sich gegen mich stellt, wird getötet. Ganz einfach. Komm schon. Na also. Oh, ich hätte in den Selbstschussanlagen laufen sollen. Nächstes Mal. Wo lauft ihr alle hin? Also nächstes Mal, wenn einer desertiert, kriegt er einfach einen Töten-Tag. Und wenn er denn hier langläuft, müsste er eigentlich einen Rücken geschossen bekommen. Das wäre doch auch ein passendes Ende für den Verräter. Jo, sehr gut. Weltkarte. Sie ist weg. Du kannst weiter verschwören. Ihr habt hier die Information geklaut. Du solltest dich hier verstecken, tust du auch schon. Der Diplomat braucht 8 Kammerdiener. Und noch ein Söldner und ein Kung-Fu-Kämpfer. So. Das sollten wir nicht vergessen. Der Lautsprecher ist weg. Das Bücherregal kann ich jetzt noch nicht bauen, weil es zur Hälfte in dem alten, zur Hälfte im neuen Raum wäre und das mag das Spiel nicht. Muss ich also auch noch dran denken. Ihr kriegt noch schnell einen Tag verpasst.
Sonst ist soweit alles gut. Okay. Das Geld wird langsam knapp, in Anführungszeichen. Ich hätte gerne ein wenig mehr. Ihr seid am Stehlen, das ist okay. Du bist am Verschwören, das ist auch okay. Hier, Pampers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ihr stehlt dann bitte auch ein bisschen was. Und haben wir noch irgendjemanden, der nicht total stinkig auf uns ist? Rot. 1, 2, 3, 4. So, so. So. Und auch stehen bitte. Sehr gut. Ist der Raum inzwischen fertig? Nö. Irgendwas wollte ich noch machen, was aber ein bisschen länger dauert. Die komischen Spinte? Nö, die stehen da. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gibt es was Neues zu erforschen? Nö. Da war irgendwas. Alle Räume sind wir durchgegangen. Forschung haben wir gemacht. Strom haben wir mehr als genug. Du hast dich selber Kugel geschlagen. Das ist kein gutes Zeichen. Bedienstete haben wir noch 115. 10 davon, 10 davon, 30 davon. Ist schon fast zu viel, würde ich sagen. Obwohl, nee, die sollen ja auch stehlen. Na gut, wir können wohl momentan mehr einstellen. Das heißt, ich stelle das mal auf so viel runter. Und mache dann hier... Okay, oder auch nicht. Also 15 Stück können wir noch haben. Du wirst weggetragen, sehr gut. So, der Raum ist endlich da, sehr schön. Wir hätten gerne Bücherschränke. Was macht ihr? In diesem unscheinbaren Bücherschrank verbirgt sich ein finsteres Geheimnis. Wer immer glaubt, Bücher hätten noch niemanden geschadet, wird hier des Besseren belehrt. Denn dieser Bücherschrank schadet gewaltig. Ein pneumatischer Mechanismus schiebt die mittleren Regale mit Wucht zusammen und zermalmt alles und jeden, der dazwischen gerät. Diese teuflischen Bücherschränke eignen sich hervorragend als Folterinstrument. Das ist ja übel. Okay, das merken wir uns mal für die Zukunft. Produziert das Ding Wut? 5. Ja, Bücherregale machen laut manche Leute echt stinkig. Hm? So, ihr... Verwirrend. Sonst alles gut. Du brauchst noch einen Verwirrend-Tag. So, die Jungs werden immer noch eingeflogen. Orange hat auch keine Wut. Aber eigentlich sollten wir echt versuchen, die... komischen Teile zu finden. Also schicke ich mal in jedes blaue Land auch nochmal einen Techniker. Und dann können die da auch verschwören. So, ihr steht momentan. Ihr verschwört momentan. Und da ist immer noch Bikini Girl. In der Antarktis. Okay. Oh, was haben wir da? Versteckte Schießmaschine. Das klingt gut. Noch viel mehr. So, versteckte Schießmaschine. Falle? Ne, du warst keine Falle. Oh, die Satansdinger haben wir schon aufgestellt, ne? Ja. Papatrappendinge sollten wir auch mal aufstellen. Alles einfach einmal aufstellen, damit es erforscht werden kann. Und die Schussanlagen waren einfach nur Gegenstände. Die wir anscheinend aber nicht hier drin aufbauen können. Draußen. Beobachtungsposten. Ist das da nicht ein Beobachtungsposten? Und ich denke nicht, dass wir die Dinger erforschen können. Also muss ich das hoffentlich auch nicht bauen. So, verstecktes Dingens.